Kleiner Zusatzeintrag. Ich bin hier gerade in dem Computer von Lucy und hier gibt es eine neue Mail, die ich noch nicht gesehen habe. Ein paar Folgen davor hieß es ja, dass die Assassinen gekommen sind, um uns zu befreien. Wir haben ja das Rumgeballer gehört von Widdick. Und jetzt habe ich diese E-Mail gefunden, wo es dann heißt, du fragst dich, warum dich alle auslachen, rate einmal, wahrscheinlich besorgt ist ein anderer, größer und besser als du, wie kannst du hoffen, da mitzuhalten, sei dir sicher, es gibt Mittel und Wege, klick einfach auf den Link. Von schnell günstige Medikamente ist natürlich eine Fake-E-Mail. Ich habe versucht, das ist ja auch ganz komisch geschrieben, ich habe versucht, das ein bisschen rauszulesen, beziehungsweise dann die Rechtschreibfehler rauszuschreiben, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Es kommt aber nicht raus, oder ich bin einfach zu doof dafür. Ihr könnt ja auch nochmal gucken, ob ihr was rausfindet und dann in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall geht es dann weiter, dass Lucy dann an schnell günstige Medikamente schreibt, könnt ihr Hilfe schicken. Und jetzt geht's los. Und die schreiben dann zurück, gut, das sollte erstmal so bleiben. Und sie schreibt dann wieder, nein. Die schreiben, weiß er von uns, sie meinen, und die meinen wahrscheinlich Desmond, also uns. So. Und sie schreibt dann, sie benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Das ist schlecht. Jetzt wieder von denen. Was ist mit Desmond? Und jetzt von Lucy, unsere Gedanken. Ja, da kann ich mir jetzt keinen Reim drauf bilden. Jetzt wieder von denen. Was bedeutet alles? Und Lucy, Sender in niedriger Erdumlaufbahn für Artefakt. Ausweitung der Experimente zu koordinierten Reaktionen von vor 5 Jahren. Alles, falls erfolgreich, kontrollieren sie alles. Von denen, was ist das Ziel des Starts? Von Lucy, mindestens 20 starben bei Unfall. Nehme an, dass dies der Standort ist. Wenn nicht, dann sicher Aufbau. Sollten versuchen zu infiltrieren. Von denen brauche Info zu dir, Vorfall. Also, es ist schon... Das ist schon, spannend. So. Opala. Ah, nee, wollte ich gar nicht. Gucken wir mal bei Widdicks PC, ob da noch was Neues ist. Also, man sieht, sie hat vielleicht ein bisschen plump, die Lucy, aber sie hat nach außen kommuniziert und der Überfall war geplant von ihr mit. Gucken, ob wir hier noch was Vernünftiges finden. Hallo Widdick. So, mal gucken, was hier so kommt. So News. Alan Ricky, zusätzliche Subjekte. Wenn dieser Kern uns nicht geben kann, was wir brauchen, ist es an der Zeit, uns woanders umzusehen. Ich habe David aus der Personalabteilung in CC gesetzt. Vielleicht kann er Ihnen ein paar nützliche Testobjekte besorgen, falls das mit in Rente geht. Wenn ich Sie erinnern muss, uns geht die Zeit aus. Uns geht die Zeit aus? Okay. Dieser Mist mit dem Fluoriden bedeutet, dass wir sehr genau beobachten werden. Wir müssen am 21. starten. Warten wir länger, riskieren wir, dass während der Ermittlungen alles eingefroren wird. Ich habe das Gefühl, dass uns keiner unserer Freunde aus DC hierbei helfen wird. Wir werden uns bei der nächsten Wahl um sie kümmern. Wie gemein. Wir haben die DIA-Sache geklärt, aber es gibt anscheinend so einen miesen Trittbrettfahrer, der Newsgroups und Websites mit seiner Geschichte zu Massenmorden und Verschwörungstheorien versorgt. Woher bekommt der eigentlich die Informationen? Ihr Bericht sagte, dass die Projektleitung alle getötet hat, bevor die Reinigungscrews dort ankamen. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie das so verbocken konnten. Egal, wir versuchen jetzt herauszufinden, wer zum Teufel er ist. Aber es scheint schwierig zu sein. Ich beginne mich zu fragen, ob er nicht Hilfe hat. Vielleicht sind doch noch ein paar von den Assassinen-Bastarden auf freiem Fuß. Grundsätzlich reicht ja einer, aber das wussten sie ja bereits. Ich frage mich auch, ob das Fluoridleck tatsächlich ein internes Problem war, und wenn es so war, haben wir es mit einem Maulwurf oder gar schlimmer zu tun. Ich werde
auch bald die Sache mit Subjekt 17 beenden. Also besorgen Sie mir Ergebnisse oder setzen Sie einen anderen in den Animus. Alan, wir sind Subjekt 17. Oder nicht? So. Was haben wir hier? Das war das. Sicherheitsabteilung, Passwort. Rufen Sie den Sicherheitsdienst. Ich rufe den Sicherheitsdienst an. Prüfen Sie in ein paar Minuten Ihre E-Mails, okay? Ich komme nicht in den Computer. Wir müssen eigentlich so lesen. Von Alan an Varen. Ah, ja, genau. Varen, ich habe die Analyse Ihrer letzten Funde auf das sichere Terminal im Konferenzraum geladen. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie diese prüfen und uns Ihre Kommentare zukommen lassen. Wir können die Suche nicht fortsetzen, bis Sie sich abgemeldet haben. Machen Sie dies bitte zur Priorität Nummer 1. So, von Varen. Komme nicht an den Computer. Fragt nach einem Passwort. Ich rufe den Sicherheitsdienst für Sie an. Prüfen Sie Ihre E-Mails ein paar Minuten. Und jetzt 006677. Das schreiben wir uns mal auf. Derweil nämlich ich noch was ganz anderes Cooles gefunden habe. So 000 626 77. So. Interessant. Falscher Alarm, was ist das? Es geht so. Also, was ist das hier? Oh, das ist auch wieder so viel zu lesen. Ach du meine Güte. Nee, ich glaube, das kennen wir. Ja, das kennen wir. Anscheinend. Öffentlich zu machen und ja, das kennen wir. Die kennen wir. Falscher Alarm, das hatten wir ja schon. Ja, das hatten wir. So, Ausgang. Ihr Stift, das kennen wir beides. Ja, das kennen wir beides. Und gelöschte Nachrichten. Unbekannter Absender. Vertrauliche Informationen hatten wir schon, ne? Ja, die hatten wir schon. Unbekannter Absender. Ich weiß. Ich weiß, was ihr tut. Ich weiß, was ihr getan habt. Ich habe ihn gesehen. Er hatte eine Metallkugel. Sie ist aufgegangen. Alle wurden wahnsinnig. Schießen, stechen, haben sich in Stücke gerissen. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe das Logo gesehen, den Namen gehört. Ich werde es erzählen. Jedem, der mir zuhört. Ihr werdet entdeckt. Sie werden die Wahrheit kennen. Dann werdet ihr bezahlen, ihr verrückten Bastarde. Ihr werdet bezahlen. Aha. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon. Komfizimmertür. Genau, das hatten wir nämlich. Habe ich bei Lucys PC noch gelesen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Das ist der Code für für das Konferenzzimmer drüben. Was ist hier? Varen, ich habe meinen Bericht zu Subjekt 16 abgeschlossen. Sie sollten sich das anschauen, sobald Sie die Zeit haben. Ich denke, dass sich meine Befürchtung bestätigt und wir Sie mit mehr Vorsicht behandeln müssen. Tun wir das nicht, wird es zu weiteren Zusammenbrüchen kommen. Ich werde nun alles kurz zusammenfassen, da Sie wahrscheinlich viel zu tun haben. Eine längere Dauer im Animus führt zu einem Blutungseffekt in der genetischen Struktur von Subjekt 16. Das Ergebnis war eine Vermischung von genetischer und tatsächlicher Erinnerung. Er war nicht mehr fähig, sein eigenes Leben von dem seiner Vorfahren zu trennen, wie man in dem Vorfall in dem Raum sehen konnte. Aha. Ich glaube, dass dieser Effekt bestimmte Formen von gespaltener Persönlichkeit oder Wahnvorstellung ähnlich ist. Menschen, die behaupten, von ihren früheren Leben zu wissen oder andere Personen in sich spüren, erleben wahrscheinlich eine natürliche Version dieses Blutungseffektes, obwohl sich die Symptome von Subjekt zu Subjekt unterscheiden werden. Es ist das Endergebnis immer das gleiche. Sie verlieren den Verstand. Und hier meine Vermutung zu dem, was mit Subjekt 16 passiert ist. Einer seiner Vorfahren scheint in einen wichtigen Vorfall im antiken Nahen Osten verwickelt gewesen zu sein. Die Schriften an den Wänden, die er hinterließ, widerstehen jeder konventionellen Erklärung, obwohl ich noch nicht aufgeben möchte. Auf Ihre Bitte hin habe ich einen Linguisten und Historiker damit beauftragt, diese weiter zu untersuchen, falls sie noch von Wichtigkeit sein sollten. Ich informiere Sie, falls wir etwas mitgeteilt bekommen. Okay, das bedeutet also, Subjekt 16 war so Richtung China unterwegs, ja, Osten halt. Und
er hat diese ganzen chinesischen Schriftzeichen über unserem Bett geschrieben. Mal gucken. Ich besorge Ihnen die komplette Version des Berichts, damit Sie meine Befunde untersuchen können, sobald Sie die Zeit haben. Ich weiß, dass es Ihnen nicht so wichtig ist, Warren, aber es würde mir viel bedeuten, wenn Sie sich das nur mal ansehen und kurz darüber nachdenken. Wir dürfen Sie nicht so sehr unter Druck setzen. Wir dürfen Sie nicht töten. Aus einer rein praktischen Perspektive. Es gibt sowieso keinen Grund, die Subjekte zu zerstören. Sind die Subjekte tot, ist ihr Wissen für immer verloren. Und wir wissen beide, wie gefährlich das sein kann. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Lucy. Sie ist so lieb. Oh, jetzt hat man. Ah, lass mich in Ruhe. So, dann wollen wir jetzt mal in den Konferenzraum gehen. Da kommen wir jetzt nämlich bestimmt rein. Wenn wir jetzt schon zufällig die beiden Passwörter in den E-Mails haben, für den PC und für das Terminal hier, dann kommen wir da auch rein jetzt. Zack, wir sind drin. Sehr nice. Ich habe schon viele Assassin's Creed Let's Plays gesehen. Ich habe noch keins gesehen, wo sie hier in den Konferenzraum gegangen sind. Für mich ist das nämlich auch neu. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Für mich ist das auch neu hier. Hier ist absolut nichts, was ist hier, was uns einen Hinweis geben könnte. Was haben wir hier? Da ist ein PC. Was haben wir hier? Nix. So, und hier ist wahrscheinlich der PC, wo wir das andere Passwort für brauchten. Zugriff gewährt. Willkommen Projektleitung Nummer 9. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir nur eine Analyse. Sonst haben wir nichts. Okay, lesen wir das mal. Warren, die anderen und ich haben den Review der Animus-Aufnahme der Subjekte 12 bis 16 abgeschlossen. Während der Edensplitter unsere Priorität bleibt, müssen wir alle damit fortfahren, die verbliebenen Artefakte zu lokalisieren und zu verstehen. Ich bin sicher, dass Sie dafür Verständnis haben, obwohl der Satellit dazu gedacht ist, einen Großteil der Arbeit für uns zu erledigen, müssen wir uns trotzdem um die kümmern, die entweder immun oder irgendwie geschützt sind vor seiner Wirkung. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Ergebnisse zu sichten und geben Sie uns dann Ihr Feedback. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung. Moment. Erster Edensplitter, Nummer 3. Wir applaudieren Ihre fortlaufenden Bemühungen. Nach dem Verlust von Nummer 2 in DIA-Satellitenunfall ein alternatives Artefakt zu lokalisieren. Wir verstehen, dass Subjekt 17 Probleme hat, sich an den Animus zu gewöhnen, das zu Verzögerungen führt. Als Ergebnis schätzen wir weitere 24 Stunden bis zum nächsten kritischen Update. In der Zwischenzeit bereiten wir ein Rettungsteam vor und versetzen es in den Alarmzustand. Wir verlassen uns auf Sie, dass Sie die zusätzlich benötigte Information besorgen können. Er weiß, wo die anderen Objekte sind, auch wenn er es nicht realisiert. Sie müssen die finale Erinnerung freischalten oder alles war umsonst. Zweitens, Philadelphia-Projekt. Daten, die wir vom Animus-Subjekt 12 erhalten haben, zeigen, dass sich das Schiff für etwa 18 Minuten in einem zukünftigen Status manifestiert hat. Okay. Es ist unklar, ob die Zeitlinie mit unserer Übereinstimmung oder parallel verläuft. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Obwohl wir genug Daten retten konnten, um das originale im Experiment verwendete Artefakt zu rekonstruieren und zu reparieren, hat sich die Verwaltung unter Benutzung paradoxer Bedenken geweigert, das Projekt voranzutreiben. Die Filmregel bleibt aber bestehen. Alle Objekte, die bewiesenermaßen die Zeit manipulieren oder beeinflussen, müssen erhalten werden. Das Artefakt wird an sicheres Lager verbracht, okay? Also Subjekt 12 hat da wohl ein Objekt beziehungsweise einen Edensplitter, der die Zeit unterbrechen konnte oder verschieben konnte, okay? Das ist ja komisch. So, drittens, Tunguska-Zwischenfall. Mittlerweile wird angenommen, dass dies das Ergebnis eines Angriffs der Assassinen war. Forschungsstationen zerstört, genau wie Artefakt. Die Geräte zur Erzeugung von internierenden Wellen wurde im Lager gefunden, aber wir haben zurzeit nicht genügend Daten, um die Forschung zu beginnen. Ahnenforschung und Personalabteilungen sollten versuchen, die Nachfahren der Überlebenden des Angriffs zu finden, entweder Assassinen oder Bruderschaft.
um die Forschung fortsetzen zu können. Die Wiederbelebung dieser besondere Technologie wird uns nach der Aktivierung des Satelliten enorm helfen. Wir stellen derzeit ein Team zusammen, das die Forschung auf diesem Gebiet vorantreibt. Um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Da so viel lesen, da wirst du ja bekloppt bei. So. Viertens, Gral. Wir entfernen den Gral von unserer Zielliste. Es gibt nicht genug Beweise, um seine Existenz zu bestätigen. Die aktuelle Untersuchung von Subjekt 17 deutet an, dass alle Artefakte außer dem Edensplitter, die sich auf Christus beziehen, fiktional sind oder vom Edensplitter stammen. Auch wenn das Objekt real ist, wäre sein Nutzen für uns marginal. Unsere Kräfte konzentrieren sich besser auf andere Dinge. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das, Christus mehr so eine, also Christus beziehen fiktional sind. Okay. Gut, sollte sich jeder sein eigenes Bild übermachen. Mitchell-Hedges-Kommunikatoren. Die Analyse dieser Objekte ist beendet. Die gute Nachricht ist, sie funktionieren. Als Ergebnis verfügen wir nun über einen sicheren Kommunikationskanal, den wir nach dem Stapel nutzen können. Trotzdem sind sie in der Anzahl stark begrenzt und so können wir sie nur unseren wichtigsten Abteilungen zur Verfügung stellen. Sie werden ihre natürlich behalten können. Okay. Darin, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass die Sache mit Subjekt 17 zu Ende gebracht wird. Natürlich sind wir erleichtert, dass sie der Zielerinnerung näher kommen, aber sie müssen sich trotzdem beeilen. Alles, wofür wir gearbeitet haben, hängt von der Auffindung dieser Orte ab. Ohne sie haben wir nichts. Möge der Vater des Verstehens sie zum Erfolg führen. Alan Riddick. Möge der Vater des Verstehens sie zum Erfolg führen. Der Vater des Verstehens ist übrigens so. Naja, der Vater des Verstehens ist halt so das Ding von den Templern. Und wir sind ja in der Hand der Templer. Okay, das war das. So, wir haben ganz schön viel herausgefunden. Ganz schön böse. Kommen wir hier noch lang? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es nicht mal einen. Ach, hier kommt man gar nicht rein, okay. Also, wir haben ganz schön viel herausgefunden. Jetzt durch diese drei, vier E-Mails noch. Ja. Also, das ist so ein kleiner Nachtrag. Und ich hoffe, es ist jetzt noch einiges klar geworden hier. Und wenn ihr keinen Bock auf Lesen habt, dann ignoriert die Folge einfach. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht und ich hoffe, das hat euch weitergebracht hier die letzte Folge nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuhören, vom Lesen und wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dann!